Heute das geilste Bier von der Inselbrauerei Rügen. Baltic Gose. Ist das die letzte Folge? Die vorletzte Folge. Wir bewerten in der letzten Folge das ganze Paket nochmal. Ah, okay. Diesmal mit einem schönen Wahl. Also vom Aussehen her ist es natürlich richtig, richtig gut. 6,5%. Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfenhefe, Meersalz, Gewürz. Meersalz? Ja, ist mehr Salz drin, Alter. Ich werd bekloppt, ja? Hier steht Meersalz. Ey, wer macht denn bitte Salz da rein? Ist halt auch nicht nach dem deutschen bzw. bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Also von der Optik her hat es natürlich wieder die volle Punktzahl von uns. Augensucht oder Augenflucht? Wie sieht dieses Gebräu im Glas aus? Sieht schon. Achso. The Red Sonja. Alter! Ist direkt los, ja. Ja, ja. Gieß mal. Oh. Das heißt hier, oh. Das ist der große Gewinner. Das wird ein schönes Goldbier. Also das, vom Aussehen her ist das Beste. Prost, Inselbrauerei Rügen. Vielen Dank, Daniel, für das Geschenk. Aus! Oh. Ey, das habe ich gesehen. Ich wollte den Schaum noch mal sehen. Ja, ja, Schaum. Prost. Träume, Schäume. Ach so, naja, es riecht schon mal besser wie die anderen. Alter, was ist denn bitte? Leck mich am Arsch. Ja, Dolle. Was ist denn bitte? Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das schmeckt wie ein Wein, wa? So ein Alter. Verdammt. Die Sorte. Also das schmeckt auf keinen Fall wie ein Bier. Never ever. Das schmeckt wirklich wie ein Wein. Ja. Wie ein Weißwein. Ein säuerlicher Weißwein ist das. Dann merkst du dir. Das ist Wein, ja. Das ist ja irre. Ich werd bekloppt. Wir wollten aber nicht Bier testen und nicht Wein. Ja. Und das schmeckt jetzt... Ein säuerlicher Weißwein, der wie Bier aussieht. Das habe ich ja... Damit kommt meine Leber ja nicht klar. Aber das schmeckt das wirklich das Leckerste. Ja, das ist das Leckerste. Ja. Also der Wein ist das Leckerste. Haut mich weg. Silber. Ja? 19. Ja gut, hat es verdient. Ja. Für Originalität und alles ist das schon krass. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen, jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Duft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Ja. Baby. Ja, okay, gut. Kann man ja nicht schmeckern eigentlich, wenn man Weintrinker ist. Ja. Oder wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man heute mal ein Bier oder Wein trinkt. Genau. Dann trinkt man halt einen. Dafür habe ich immer meinen Baltic Gose in der Tasche. In der nächsten Folge quatschen wir nochmal über die ganze Box. Ja. Und bewerten die ganze Box nochmal, damit er das nicht verpasst. Müsst ihr den Kanal jetzt hier unbedingt abonnieren, Leute. Unbedingt, ey, da führt kein Weg dran vorbei. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Und wenn ihr so einen komischen oder so einen Hybriden auch mal getrunken habt, weiß ich nicht, hier eine Mischung zwischen Whisky, Wein oder irgendwas. Ach, hör auf. Nun lügt doch nicht hier schon wieder. Schreibt doch einfach mal in die Kommis. Würde mich mal interessieren. Oder habt ihr auch sowas ähnliches mal erlebt mit einem bestimmten Bier? Und schreibt das doch mal bitte rein. Und bis dahin.